Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ein Rathaus für alle. Das sollte der Anspruch aller Demokratinnen und Demokraten sein. Ein Haus, in dem alle Menschen die Regierung und das Parlament kontrollieren können, in dem alle miteinander in den Austausch kommen. Diesen Anspruch erfüllt unser Rathaus leider noch nicht. Denn an vielen Ecken und Enden ist es nicht barrierefrei. Das wissen alle, die hier schon mal Veranstaltungen geplant und Besuchergruppen empfangen haben. Es ist wirklich mühsam, wenn man Rollstuhlfahrer immer erst über den Seiteneingang ins Haus holen muss und manche Räume nur über Umwege oder am Ende leider auch gar nicht erreichbar sind. Unsere Sitzungen müssen von allen verfolgt werden können, alle müssen hier beiwohnen können. Das sollte unser Anspruch sein. Um diesen Anspruch eines Hauses für alle besser zu erfüllen, ist es wichtig, dass wir heute diese Drucksache als Parlament verabschieden. Als zentrale Umbaumaßnahme kommt nun der Dielenfahrstuhl, ein Außenfahrstuhl, der bis ins oberste Stockwerk führt und alle Räume somit leichter erschließt. Weitere Baumaßnahmen sind die barrierefreien Toiletten, der Infotresen und die Erschließung des Raumes 151. Wichtig sind aber auch die geplanten Orientierungshilfen und die Rathausführungen für Gehörlose und für Sehbehinderte. Für uns Abgeordnete auch besonders gut, das Redepult soll höhenverstellbar werden. Hierbei zeigt sich noch mal wieder, Inklusion kommt allen Menschen zugute. Sie kommt allen Menschen zugute, weil alle unterschiedlichen Bedürfnisse besser berücksichtigt werden. Ich freue mich jedenfalls, bald hinter einem Redepult stehen zu dürfen, das sich besser auf meine Körpergröße einstellen kann. Da bekommt hier von allen, die sich auch auf diese Höhenverstellbarkeit freuen, der Applaus. Barrierefreiheit ist aber kein Zustand, der durch bauliche Maßnahmen komplett erreicht werden kann. Es ist auch eine Frage der Haltung. Inklusion muss man wollen. Und das verlangt immer wieder sicherzustellen, dass unsere Veranstaltungen angemessen geplant werden, dass Informationen auch in leichter Sprache vorgehalten werden und dass zum Beispiel Gebärdendolmetschung angeboten wird, wo es notwendig ist. Dabei sind noch viele Diskussionen im Gang, zum Beispiel ja auch im Verfassungsausschuss. Umso wichtiger ist es aber, dass diese baulichen Barrieren nun zumindest schon mal deutlich reduziert werden. Das ist ein großer Erfolg. Ich freue mich dann ab nächsten Jahr mit allen Besuchergruppen über die Diele hier hochkommen zu können und nicht immer den Hintereingang nutzen zu müssen. Abschließend kann ich nur sagen, ein Rathaus für alle. Das ist gerade jetzt, wo die Angriffe auf die Demokratie immer lauter werden, umso wichtiger. Öffentliche Einrichtungen müssen bei der Barrierefreiheit und bei der Offenheit für alle Bürgerinnen und Bürger beispielhaft vorangehen. Das hat Symbolcharakter und ist ein Zeichen, das wir an alle Menschen in dieser Stadt senden wollen. Lassen Sie uns die Türen öffnen und unseren Beitrag für mehr Verständigung und für eine inklusive Gesellschaft leisten. Dankeschön.